Hallo, mein Name ist Martin Mangelmann und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Windows 8 die Treiber von der Firma Logitech, zum Beispiel für eine Webcam, auch zum Laufen kriegt. Eigentlich ist es ganz einfach. Ihr geht auf die Seite von Logitech. Dort in den Bereich Kundendienst und Downloads. Sucht ihr euch euer Produkt aus. In dem Fall hier die HD Pro Webcam C910. Unter Downloads Betriebssystem wählen. Hier wählen wir Windows 7 und laden dann hier die Software herunter. Mache ich nicht, denn ich habe sie schon. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr versucht, diesen Treiber zu installieren. Wir haben Windows 8. Es dauert einen Moment. Einmal mit Ja bestätigen. Und dann sagt der Treiber, diese Software ist leider nicht kompatibel, bla bla bla. Okay, was ist zu tun? Einmal Rechtsklick auf das Programm, dann auf die Eigenschaften, dann geht er auf Kompatibilität, dann macht ihr es kompatibel mit dem Windows XP Service Pack 3 Modus, einmal auf Übernehmen klicken, dann auf OK, um zu bestätigen. So, das Ganze nochmal von vorne. Oh Wunder, ihr könnt eure Webcam installieren. Machen wir es doch einfach mal. Angeschlossen ist sie. Jetzt fragt uns nochmal, was wir installieren wollen. Wir nehmen einfach mal alles. Ist gut beschäftigt. Ja, wir warten noch auf die Erfolgsmeldung. Oh, ich sehe mich. Sieht gut aus, hat funktioniert. Später neu starten. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.